Hallo Leute und herzlich willkommen zur nächsten Folge Fernbus Simulator. Und heute fahren wir folgende Strecke, und zwar fahren wir von Kaiserslautern nach Mannheim. Wir fliegen auch weiter, sind auch ein bisschen aus und starten auch schon direkt das Spiel. Und ja, 66 Kilometer waren es, glaube ich, von Kaiserslautern nach Mannheim. Ich weiß nicht, ob wir müssen, glaube ich, nicht über die Auto fahren. Zumindest sah es nicht so aus, weil es nämlich schon ziemlich kurvenreich, glaube ich, war. Glaube ich jetzt. Vermute ich mal. Ich glaube, es war keine gerade Strecke für eine Autobahn so. War schon etwas kurvig so. Deswegen glaube ich nicht, dass wir ganz über die Autobahn fahren müssen. Was natürlich auch gut ist, denn dann könnten wir etwas eventuell ein bisschen Parkouren fahren, ein paar Autos haben und dann ist lustig und so war die Straße wieder nicht da und dann fliegt irgendwo in den Baum rein und das wollt ihr alle sehen, ne? Ja. Das weiß ich doch. Naja. Seine Zeit natürlich ja nie auszuhalten. Ihr könnt natürlich gerne vorspringen, wenn ihr möchtet. So natürlich ein bisschen, das ist natürlich blöd. Aber ja. Da will man gleich richtig schön in den Bus fahren, ne? Einfach was Gutes erleben. Also ich weiß, glaube ich, noch eine letzte Folge, wo ich so viele Unfälle auf der Autobahn gebaut habe. Das war auch lustig, ey. Ich habe mich so ein Auto gehabt und dann ist es voll in die Luft geflogen, das war auch witzig. Oder der LKW auch immer quer stand. Ja. Gut, gehen wir in den Bus rein. Machen die Tür auf, drücken C, drücken F9, drücken Z, drücken E, E gedrückt halten, S gedrückt halten, Fluss, jetzt Spacebar, können wir losfahren. 2 Kilometer bis zum Busbahnhof Kaiserslautern. Mal gucken, wie wir diesmal uns so schlagen. Ich glaube, da müssen wir gleich wieder durch die komische Dingens, ne? Ja. Wow. Da stehen. Wenn wir hier rausfahren, ich glaube da hinten oder so, dann wird es wieder ziemlich kurvenreich und müssen ganz oft mich hatten, bestimmt. Und ganz viele Koffer hier. Grüezi. Hier, mein Ticket. Grüezi. Kannst du mich mal angucken? Danke. Mannheim. Danke sehr. Du kannst mitkommen. Fahren Sie in meine Richtung? Cool. Ja. Hallo, das Ticket, bitteschön. Jo. Ciao. Guten Tag, kann ich bei Ihnen ein Ticket kaufen? Ja, kannst du machen. Mannheim, kein Problem. Sehr freundlich. Grüezi, könnte ich bitte ein Ticket bei Ihnen kaufen? So, Mannheim. Dankeschön. Guten Tag, fahren Sie in meine Richtung? Ja. Auf geht's. Mahlzeit. Bin ich hier richtig? Dankeschön. Ja, bist du. Mahlzeit. Mein Ticket. Mannheim. Dankeschön. Du. Moin. Das Ticket. Bitte sehr freundlich. Grüezi. Hier, mein Grüezi. Ticket. Dankeschön. Grüezi. Bitte sehr. Alles am Grüezi. Hallo. Ist das gültig? Hallo. Danke sehr. Jo. Du auch noch hier, ne? Ciao. Das Ticket. Bitte cool. Wenn wir uns alle... Sieht so aus, ne? Wir alle mit... Mal rein, wir haben einen Spacebar lösen und jetzt auch oh, scheiße, das ist ja. Das ist wie die Extreme, muss man wirklich konzentriert bleiben. Ich dachte, hier ja, gibt es das WLAN da, ey. Ups. So. Weil es ja nicht zu heiß haben, ne? 21 Grad ist, glaube ich, ganz okay. Ich sollte nicht mehr so schnell fahren hier durch, hier. Das ist echt eine Kackecke. Schon richtig konzentriert sein. Mit dem PKW ist jetzt kein Problem mit dem Auto. Beim Bus. Ah. Da bitte auf Nörgeln. Versuche euch jetzt nach Mannheim zu bringen. 17.25 Uhr müssten wir da sein. Ja, eine Stunde auf zwei. Ja, das soll eigentlich gut. Und wenn alles Kollision hat, nicht?
Entschuldigung. Ich war schon langsam, glaube ich. 2,50. Okay. Ist das Tempolimit hier echt so hoch? Ja, ist es. Das Rot dann verlassen. Sie war schon gerade eben nach Mannheim. 45 Kilometer sind es noch. Und die fahren so langsam. Das ist unglaublich. 100 km/h. Freut mich. Wird man natürlich vermieden. Boah, wie so, boah, geht die Stadt runter. Ah, noch 2 km/h. Boah, geht die Stadt runter. Boah, heftig. Nice. Ist der Fahrer auf dem Gaspedal eingeschlafen? Ja. So, 39 Kilometer. So weit ist es nicht. Das ist aber nichts Spannendes, ne? Das ist schon Schritt gemacht. Also so eilig habe ich es jetzt auch nicht. Ich will hier raus! Dann geh raus. Jubelig überall. So, 29 Kilometer sind es noch. Ja, soll man schaffen. 40 Minuten. Noch Zeit. Ist auf jeden Fall machbar. Ich habe schon immer mal 22 Kilometer. Ist jetzt vielleicht nicht so die spannendste Fahrt so. Aber trotzdem. Sieht man hier ein bisschen was so, ne? Das ist anders als gerade Autobahn zu fahren. Ich bin überholt. Warum fahre ich von nur 93 km/h? Mann, was hab ich getan? Zur Tankstelle. Oh. Polizei. Ich will hier raus! Jo. Polizei war gerade mal ein bisschen, ja, falsch war. Oh, da fährt schon eine Straße. Muss ich vielleicht jetzt langsam hinfahren durch. Ja. Ist ihr Navi kaputt? Sie auf Gelände? Ja, klar. Das ist mir alles geladen, wegen den ganzen Texturen. Nur eine Aufnahme irgendwie, so habe ich das Gefühl. Komm, noch mal, wie ist das? Irgendwie Mannheim jetzt hier. In Aufnahmen ist es nur eine Aufnahme, nur dass die Straßen nicht geladen werden.
Wenn ich aus dem Spiel, dann ist es alles schön geladen, aber in der Aufnahme ist das irgendwie alles verbuggt. Naja. Wir kommen es ja hin, ne? Sie ja, sollten mehr auf Ihr Navi gucken. Eigentlich bin ich auf der Straße. Chill. Rechts, jo. Und in die rechts waren hier. Hier. Zu Hause, ne? Hier sieht man dann gar nicht mehr geladen. Egal. Schon wieder ein Fahrrad. Alles verschüttet. Danke. Bitte. Jetzt mal hier schön einparken hier. Sind wir in Mannheim. Da kann sich die Bahn echt mal ein Beispiel nehmen. Ja, sind wir. Mannheim freigeschaltet. Sie dürft raus hier auf dem Krachs. So sieht also Mannheim aus. Ja, hallo Chaos. Oh. Mannheim lebt ja doch noch hier. Oh, und ein paar Leute haben meine Beine verloren. Scheiße. Es tut mir so leid. Ich würde sagen, das ist gewesen von der heutigen Folge. Ich würde Minecraft sagen. Fern muss man auch so mal gucken. 86 Kilometer. Ich finde alles gut. In dem Fall geben wir nur 99%, ich weiß nicht warum. Wir haben Kontrolle und 3 Unfälle. Schäden 3. Auf der Straße gefahren 0,1%. Gut. Ich würde sagen, das ist das gewesen von der heutigen Folge im Film. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst eine positive Bewertung da. Abonnieren nicht vergessen und tschüss.